diese dreckigen. Ich glaube, da werfe ich mal direkt irgendwie Betäubungsgranate hin, ja? Gute Idee. Flop. Jawohl, haben wir nicht direkt alle am Hals. Dann kriegt erstmal hier ein bisschen was aufs Maul. Flap, flap, flap. Oh ja, komm her. Nein, Bastila, was machst du denn? Stellst du dann direkt, nicht direkt hier in den Kampf rein? Bist du doof oder was? Machtschild schnell. Und erstmal kurieren. Hier bin ich. Und dann Machtschild. Na, wie war das? Schnell Machtschild. Auf geht's. Ah, die ist gleich tot. Das gibt's ja gar nicht. Also, Fräulein Schan, das kann nicht sein. Also, Bastila Schan, oder? Ich weiß gerade nicht. Fräulein Bastila, das geht so nicht. Sie können sich doch nicht einfach so in den Kampf reinstürzen. Wie so eine Behinderte, die einfach denkt, sie wäre unbesiegbar. Also bitte, es geht so nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Kars, hilf ihm mal hier. Was? Meine Fresse. So, wenigstens hat er den schon mal ausgeschaltet und dann kann er den hier mal abballern. Los! Klar! Komm los, schaffst du schon. Bist du Leute, das Teil eigentlich weg hier? So, jetzt aber. Mach es fertig! Lass es krachen! Lass es krachen! Na, wie war das? Ja, oh, die haben immer so geile Sprüche drauf. Ich muss mir die mal angewöhnen. Das ist ja richtig klasse. Bastila, geht es dir gut? Das kannst du mir doch nicht antun. Du weißt, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Und alle. Sicher die Zuschauer auch schon. Die sind wahrscheinlich schon in Tränen ausgebrochen. Nein, Bastila, tu mir das nicht an. Ihr alle, sicher nicht. Also emotional gerade. So emotional bin ich eigentlich nur, wenn ich besoffen bin. So, wo führt denn das hin? Aha. Südlicher Pfad und das hier nach oben. Wo führt das hin? Da habe ich ein paar Karthunde gesehen. Mal schauen. Bleibt hinter mir. Bleibt hinter mir. Bloß hinter mir bleiben. Ja, komm her. Ich frage mich nur, wie so die einen so anders aussehen und die anderen... Wo geht das Vieh hin? Hallo? Ich bin da mit dem Teil am Kämpfen. Ist mir zu doof. Das ist mir zu doof, nein. Wenn das Vieh meint, wegzulaufen zu müssen, dann kann es mich mal am Arsch lecken. Nee, so geht das nicht, nein. Unhöflich. Nein, mit solchen Leuten rede ich nicht. Ah, ich glaube, wir haben auch direkt hier seltsame Ruinen entdeckt. Ich glaube, das widmen, Ruinen widmen wir uns später. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo die schon mal sind. Das ist ja ziemlich einfach zu finden, ja. Ja, ich würde dann noch mal gerne die Mandalorianer ein bisschen aufmischen. Und den Droiden finden. Ich finde, das ist etwas wichtiger, beziehungsweise nachdem wir das schon mit Juani gemacht haben, müsste die Spannung der Level, ach, der Quest jetzt erstmal kurz runtergehen. Darf runtergehen. Ich meine, wenn wir jetzt die Ruinen machen und entdeckt haben, was wir dort entdecken, dann wollen wir natürlich sofort da weg, hier weg. Und deswegen denke ich mal, machen wir das als letztes. Und deswegen schmeiße ich auch erstmal eine Splittergranate, nein, eine Schallgranate hin? Ja, ich glaube Schallgranate. Ja, von denen habe ich viele. Flupp. Jawohl. Und zapp, zapp, zapp. Ja, jetzt gibt's volles Wort aufs Maul hier. Ja. Geil. Und sie hat jetzt hier Geschwindigkeitsschub. Rennt sie damit auch schneller? Oder wie ist das? Warte mal. Ja, die rennt auch schneller, das ist ja klasse. Oh, prima. Das finde ich ja super. Das tat weh! Ja, das tat weh! Ja, renn schnell dahin, los! Boah, ist ja mal geil, wie schnell die läuft. Das, die Fähigkeit brauche ich auch. Heftig. Jawohl, Bastila, wo rennst du hin? Ach, da sind noch mehr. Ach du Scheiße, nein! Lauf doch nicht wieder da! Ach nein, Bastila, was machst du denn? Es kann doch nicht wahr sein, dass sie so doof ist. Meine Fresse! Tat weh! Bastila! Bis gleich, übelst am Abkacken, ist ja schon klar. Ah, jetzt ist tot, ja? Wunderschön, das hast du davon. Damit du es auch mal lernst. Er hat es nicht anders gewollt. Ich glaube, man kann... So, erzieht man kleine Kinder, in denen man das zeigt, was falsch ist. Ganz... Ganz normal, so. Also, ich meine, so... So würde ich auch ein Kind das beibringen, dass es nicht irgendwelche irgendwo reinrennt. Nein, denkt jetzt bloß nicht, dass ich mein Kind irgendwie erziehen möchte, indem ich ihm sage, ja, damit du lernst, dass man nicht vors Auto läuft, lauf mal vors Auto. Weil es vors Auto laufen lasse. So. Bastila, du bist einfach nur total deppig. Total beknackt. Ich weiß nicht, wer dich erzogen hat, aber dein Vater, den soll ich mal ordentlich den Arsch versohlen.
dass er mir so eine verzogene Göre als Partnerin hier hinstellt. Unglaublich, aber wahr. So. Renn nicht weg. Super. Jawohl. Das wird dein Ende sein. Das wird dein Ende sein. Ganz genau. Noch ein Vieh. Ah. Diese Sache betäubt. Aha. Klasse. Boah, hier kriegen wir aber auch derbe Erfahrung, habe ich das Gefühl. Mal schauen. Boah, nur noch 300. Gucke ich gerade falsch. 360 Erfahrungspunkte. Yo, ist ja geil. Kann ich mir neue Fähigkeiten zuweisen? Nein, ich will erstmal den Totensiedler hier rausplündern. Kasus? Wer ist denn Kasus? Verpinen-Stirnband. So, eins haben wir doch schon für Mischen. Leichter Echani-Panzer. Aha, Echani-Panzer. Das scheint ganz cool zu sein. Und dann... Aha, die Fehde der Sandral und der Matale. Nein, das war eigentlich... Ich wollte eigentlich das hier... Toter Siedler, ja genau. Du hast Kasus Sandrals Leiche entdeckt. Ach, wartet mal. Hat das mit den Sandrals hier zu tun? Aha. Neben der Leiche lag ein Tagebuch. Daraus geht hervor, dass der Hobby-Archäologe auf Dantooine seltsame Ruinen erforschen wollte. Nach seinen Wunden zu urteilen, wurde er von Karthunden zerfleischt. Uah. Natürlich nicht so schick. Scheiße. Dann schaue ich erstmal wegen diesem... Ach hier. Kardiovaskular-Implantat. Ne, wir haben das Reaktionsimplantat momentan. Aber, Moment, wir haben hier... Ich habe die Fieberpanzer, aber wir haben hier noch... Ach, hier ist unsere Jedi-Robe. Robe, ja. Jetzt kapier ich das. So, und hier haben wir einen leichter Ichani-Panzer und der sieht... Oh, das sieht sexy aus. Geil. Das sieht wirklich sexy aus. Boah. Aber ich kann meine Jedi-Fähigkeit noch nicht einsetzen. Ja, dann machen wir das mal eben mit Jedi-Robe. Jetzt müsste ich eigentlich Fähigkeiten einsetzen können. Aber irgendwie scheint hier nichts. Das ist aber komisch. Nö, nein. Ich dachte, ich hätte wenigstens eine Fähigkeit. Hm. Ach, klar, ich kann im Kampf hier betäuben machen. Ja, klar. Kann ich das denn auch, wenn ich den Ichani-Fieberpanzer dran habe? Das will ich mal schauen. Ich glaube, das kann ich auch, ne? Ja. Ja, okay, das kann ich. Super. Jawohl. Aber ich glaube, wenn ich jetzt... Er hat es nicht anders gewollt. Solche Fähigkeiten, die ich nicht im Kampf einsetze, oder die Bastila auch außerhalb des Kampfes einsetzen kann, wie hier. Ich glaube, die kann man nur benutzen, wenn man keine Jedi-Robe... wenn man nur... Jedi-Robo angelegt hat. Ich gebe ihr mal normale Kleidung. Ja, das ist ihre normale Kleidung. Was ist denn, wenn ich immer Jedi-Robo gebe? Aha, da sieht sie so aus. Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Ich glaube, ich gebe ihr aber ihre normale Kleidung. Und ach, deswegen kackt die immer ab, weil die überhaupt nur Kleidung trägt. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Ja, aber ich, ist ja meine Jedi-Robo. Hallo. Vielleicht kann ich ihr nochmal so einen Teil geben. Und ich probiere vielleicht auch mal selber damit aus, um mich daran zu gewöhnen. Und Kars, soll ich Kars Rüstung ändern? Nee, also ich finde, eigentlich sieht das Teil, was er gerade trägt, ziemlich sexy aus bei ihm. Ich glaube, wir können aber mal zu Ebon Hawk zurückkehren und ihm mal meine Verbesserung geben. Glaube ich, das können wir machen, ja. Ganz schnell, um die Weiten dieses Planeten zu erforschen. Die weiter zu erforschen, so. Eine Rüstung, republikanische Rüstung. Ich glaube, wir haben sogar beide für beide Sachen. Ja, geil. So, Nahkampf. Da könnten wir vielleicht Missions Vibroklinge machen. Das haben wir schon. Unsere Vibroklinge, alles super. Welche Waffe können wir denn noch aufwerten? Ordos, Repetiergewehr. Zalbars Bowcaster ist schon komplett aufgerüstet. Bendax Blaster. Den müssen wir noch aufwerten. Der ist ja für Dingenswomans, für T3. Ansonsten haben wir auch nichts mehr hier zum Aufwerten. Ja, klar, gut. Dann gehe ich mal wieder raus. Oh, wir sehen aber auch nicht schlecht aus, sage ich mal so, mit unserer Jedi-Robe, finde ich jetzt. Man könnte natürlich jetzt mal überlegen, nochmal was anderes anzulegen. Und zwar, wir haben doch hier für den Kopf noch so ein Verpinen-Stirnband, der macht Willensstärke drauf. Ich weiß aber gerade überhaupt nicht, wofür Willensstärke geeignet ist. Willensstärke, wofür ist Willensstärke? Ah, hier unten steht, Willensstärke ist für... Steht ja gar nichts. Was soll denn der Quatsch? Es ist ja wohl echt nicht wahr, oder? Jetzt steht hier überhaupt nicht, was wofür Willensstärke ist. Moment. Alles klar. So. Dann, ja, können wir direkt den nächsten Karson da hinten plätten, der da rumläuft. Ist das nicht der eben, der uns da auch weggelaufen ist? Verdammtes Vieh, bleib mal stehen. Stehen bleiben. Hier geblieben. So, endlich. Na, wie war das? Also ich habe das mal eben nachgelesen und zwar ist es so,
dass man bestimmte, wie ich schon gesagt habe, wirklich bestimmte Fähigkeiten nur mit Jedi-Roben benutzen kann. Diese Fähigkeiten, die Bastila hat. Jetzt zu betäuben geht, glaube ich, noch, aber wenn ich wahrscheinlich irgendwie Laserschwert werfen machen möchte, das geht dann, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ansonsten, was gibt es noch zu erwähnen? Wir könnten jetzt mal hier Nordpfad oder südlicher Pfad. Wir könnten mal nach da oben nochmal schauen, was da abgeht. Ja, und ich überlege gerade, wem wir unsere wertvolle Rüstung denn anvertrauen werden in der nächsten Zukunft oder ob wir die einfach vernichten werden, weil es einfach nur uns gestattet ist, die zu tragen, weil die so geil ausschaut. Also die Rüstung, die wir gerade eben noch getragen haben. Trugen. So. Überlege ich mir noch. Klapp, klapp, klapp. Und naja, komm. Oh, mega geil. Jungs und Mädels, ihr habt's drauf. Geil. So, man könnte natürlich jetzt noch hier nach links gehen. Hier ist anscheinend noch ein mittlerer Bereich. Vielleicht ist da ja eine der Höhlen, die Zar erwähnt hatte, wegen den Kristallen für die Lichtschwerter oder Laserschwerter oder für die Sals-Anwesen. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig wegen diesen Anwesen, diesen komischen. Klapp, klapp, klapp. Jawohl, los. Komm, jetzt doch fertig. Ja, geil. So, haben wir es endlich. So, ausrauben kann ich es wieder nicht. Das ist so doof, wenn man keine Tiere ausrauben kann oder keine besiegten Gegner. Das deprimiert mich so. Oh nein. Wieso nicht? Wieso darf ich die nicht ausrauben und mir meine Belohnung holen dafür, dass ich sie gemetzelt habe? Ja, ich glaube, das ist jetzt hier eins dieser Anwesen. Tür. Ist das nicht die Vordertür oder der Hintereingang? Ich weiß es nicht. Trauen wir uns mal rein? Ach, Kacke. Ja, dann müssen wir mal hier rum. Ich sehe es gerade oben auf der Karte. Da können wir auch noch rein. Matale. Die Matale. Ich guck mal ganz kurz wegen dieser eine Quest. Ja. Die Fehde der Sandral und der Matale. Aelin Matale hat den Rat der Jedi um Unterstützung gebeten. Angeblich wurde sein Sohn von Nurik Sandral, dem Oberhaupt der Sandral-Familie, entführt. Er verfügt, dass du den Fall untersuchst, solange du nicht von deinem eigentlichen Auftrag ablenkst. Ja. Ja, wir haben ja anscheinend jetzt schon rausgefunden, dass der Sohn eigentlich tot ist, ne? Sollen wir direkt zu dem Matale gehen und ihm das sagen? Das ist Privatbesitz. Mit welcher Berechtigung halten Sie sich hier auf? Ich bin im Auftrag des Rates der Jedi hier. Ich möchte mit Aelin Matale sprechen. Der Rat der Jedi schickt Sie? Master Matale möchte Sie sprechen. Ich informiere ihn, dass Sie hier sind. Bitte warten Sie hier auf ihn. Ah, danke schön. Okay, das ist natürlich am besten. Aber wow, wie gut bewacht ist der denn? Der ist ja total paranoid. Dann scheint mit einem Krieg auf die Sandals aus. Mein Protokolldruide sagt mir, ihr werdet im Auftrage des Rates hier. Ich dachte schon, man würde mein Anliegen ignorieren. Ach, auch Quatsch. Wenn ich glaube, ihr tätet besser daran, die Sandrels nach dem Verbleib meines Sohnes zu befragen. Tja, warum seid ihr so sicher, dass die Sandrels verantwortlich sind? Vor vielen Jahren brachte ich meine Familie hierher, um der Vernichtung der Menschheit in den Kernwelten zu entgehen. Kurz nachdem wir uns hier niedergelassen hatten, kamen die Sandrels. Und seitdem sind sie eine wahre Plage für meine Familie. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Geschichte der Sandrals keinen Deut anders anhört. Die Ungerechtigkeiten, die die Sandrals den Matales zugefügt haben, sind zahlreich. Doch der Rat ist über unsere häufigen Dispute bestens informiert. Erst kürzlich musste ich feststellen, dass etliche Druiden der Sandrals unbefugt mein Land betreten hatten. Und was geschah mit den Druiden? Ich hörte, er hat sie platt gemacht oder so. Meine Sicherheitsdruiden vernichteten die Eindringlinge. Nicht einer hat überlebt. Keine Ahnung, welchen Zweck sie mit ihrer Ankunft verfolgten. Ein Anschlag auf mich oder mein Eigentum vielleicht? Oder nur ein einfacher Spionageauftrag? Ich konnte nichts herausfinden. Doch kurz nach diesem Vorfall verschwand Shen, mein einziger Sohn und designierter Erbe des Matalei-Anwesens, spurlos. Offenkundig hat Nurik, der skrupellose Kopf des Sandral-Clans, meinen Sohn entführt, um sich für die Vernichtung seiner Druiden zu rächen. Tja, ich glaube, wir könnten ihm jetzt natürlich auch schon sagen, dass wir seinen Sohn gefunden haben. Aber es wäre vielleicht interessanter, doch nochmal die andere Seite zu hören. Vielleicht gibt es ja doch noch andere Probleme, die wir lösen können. Ich werde mit Nurik Sandral sprechen, beziehungsweise wo kann ich Sandral finden? Folgt einfach ihrem Gestank nach Süden und ihr werdet sie finden. Ah. Ich erwarte Ergebnisse, Jedi. Warum beharrt der Rat darauf?
Das Leben meines Sohnes steht auf dem Spiel. Kann es sein, dass ihr... Ja, natürlich. Jetzt verstehe ich. Ich bin ein Mann von Weltjedi. Ich weiß, wie man Dinge regelt. Ich gewähre dem Rat eine Spende von, sagen wir mal, 1000 Credits, wenn er Shen aus den Händen der Sandrels befreit. Ich werde euch die Summe persönlich überreichen. Ob der Rat später von dieser Gabe erfährt, liegt ganz bei euch. Aha. Die Jedi können nicht bestochen werden. Ich werde neutral bleiben und nicht auf euren Bestechungsversuch eingehen. Ja. Ich kann verstehen, dass ihr aufgebracht seid, Ellen Matale. Ihr seid versichert, dass ich Shen finden werde. Was soll's, mein Angebot steht. 1000 Credits für die Rückkehr meines Sohnes. Nehmt zur Kenntnis, dass ich nicht länger untätig herumsitzen werde. Dann werde ich alles tun, um meinen Sohn zu retten. Und wenn ich den ganzen Besitz der Sandrels dem Erdboden gleichmachen muss. Wollt ihr wegen so etwas tatsächlich einen offenen Krieg riskieren? Die Sandrels haben damit angefangen, nicht ich. Und ich hatte gedacht, ihr würdet uns die Schuld geben, wenn wir scheitern. Wie es scheint, sind alle anderen für eure Handlung verantwortlich, nur nicht ihr selbst. Diese Unverschämtheiten höre ich mir keine Sekunde länger an. Ich bin beeindruckt, Karth. Diese Bemerkung war eines Jedis würdig. Was soll ich sagen? Man schnappt halt ein paar Dinge auf. Ich fürchte, das sind keine leeren Drohungen. Es ist unbedacht und verrückt genug, einen Angriff auf das Sandrel-Anwesen zu unternehmen. Und das würde zu einem Krieg zwischen beiden Familien führen. Ich habe schon viele Männer wie Ahlan Matale gesehen. Er hält seinen Hass für so berechtigt, dass er bereit ist, alles zu tun. Wenn wir nicht eingreifen, gibt es hier Krieg. Bis ihr Shen gefunden habt, haben wir nichts mehr zu bereden, Jedi. Begebt euch sofort zu den Sandrels, bevor ich die Angelegenheit selbst in die Hand nehme. Ist ja ein Judmensch, also. Gut, dann... Oh, Level aufgestiegen. Ja, geil. Dann gucke ich mal eben ganz kurz. Fähigkeiten. Ja, mal jetzt mal das hier heilen. Heilen? Ich wollte eigentlich vielleicht ein bisschen mehr auf Überreden machen. Ja, klasse. Mehr auf Überreden ist gut. 9 auf Überreden, das ist schon richtig klasse. So, Kräfte. Aha, jetzt können wir nochmal ein paar Kräfte verteilen. So, was können wir denn hier so machen? Empfohlen wäre wahrscheinlich Lähmung. Ach, das ist, naja, irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Komisch. Ja, Geist kontrollieren da, oder Geist verändern reicht ja erstmal. Geist kontrollieren ist schon ein bisschen heftig. Und so Überredungskunst kann zur Not ja auch noch helfen. So, wir haben natürlich Lähmung. Greift ein Jedi seinen Gegner mit dieser Fähigkeit an, kann sich dieser 12 Sekunden lang nicht bewegen. Was mit dieser hier? 9 Sekunden lang nicht bewegen, ja. Aber ich würde auch schon gerne nochmal Laserschwertwerfen machen. Jetzt glaube ich... ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Annehmen, so. Klasse. Und da. Ja? Bastila muss auch nochmal hier abgedatet werden. Eben schauen, das mache ich eben eigentlich alles noch empfohlen. Kampf für 2 Waffenmeister. Ja, das wäre natürlich am besten, weil sie ja so ein Zwillingsschwert hat. Und Lähmung, ja, von mir aus, obwohl sie verbesserte Laserschwertwurf machen könnte, oder... Aha, Machtwirbelsturm, ja, nein, Machtwirbelsturm, auf jeden Fall. Machtwirbelsturm, schnell. Dieser Mahlstrom aus Luft und Staub fügt der Zielperson alle 2 Sekunden 1/3 der Erfahrungsstufe des Angreifers Schaden zu. Nach dem Angriff ist das Opfer 12 Sekunden lang kampfunfähig, ja. Das ist das Geile, das wird noch ein bisschen betäubt. Jawohl, super. Ja gut, also bevor wir dem Sandro sagen, dass sein Sohn tot ist, will ich erstmal die andere Seite hören. Also die, wie heißt die nochmal, Malka, Sandro meine ich. Matale, der Sohn ist ja tot und ja, Sandro müssen wir sprechen, ja. Gut, wir könnten hier lang oder hier lang. Ich glaube, ich schneide dann einfach mal hier, Moment. Okay, ich bin jetzt hier beim Gebiet Gehölz. Und, oh, und Karthan greift uns an, oh je. Und dann gehe ich jetzt hier sofort weiter hier zum südlichen Pfad, weil hier wahrscheinlich dann die Sandrels leben. Bis gleich. So, da sind wir hier beim Sandrel anwesend und, oh, hier lauern anscheinend noch ein paar Karthunde. Da vorne wird irgendwer angegriffen. Ach du Scheiße, wer ist das? Ach, der Druide. Schnell, rettet den Druiden. Hier bin ich. Schnell hier, los. Den anderen kann... Bastila mal eben lähmen. Klar. Oder mit dem Machtwirbelsturm mal eben totschlagen. Was ist denn hier? Los! Du Scheiße! Jawohl! Hier sind auch noch welche. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Den da eben mit dem Lähmen, na komm. Das wird dein Ende sein. Den hier eben. Na, los! Angriff, Angriff!
Eigentlich fang lieb. Oh, er hat es nicht anders gewollt. Nee, wollte er nicht. Los, lass es krachen. Oh, ich bin jetzt total oft verfehlt, hab ich gerade gesehen. Ja, scheiße. Jetzt aber. Jawohl. Super. Erfolgreich haben wir den Droiden gerettet. C8. Oh, der war ja wirklich total fast am Abkacken. Teil C8, alles klar. Danke, dass Sie mich gerettet haben, Meister Jedi. Ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdroide. Persönlicher Assistenzdroide? Wie gesagt, ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdroide. Allerdings scheint meine Hilfe in den letzten Wochen unproportional erwünscht zu sein. Bist du der Droide von Elise? Hat sie geschickt, um mich zu finden? Bitte sagen Sie ihr nicht, dass Sie mich gefunden haben. Wieso das denn? Du läufst vor ihr davon? Ja, aber ich habe meine Gründe. Meine Besitzerin hat mich etwas zu sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war von mir besessen. Sie hat mich wie ihren verstorbenen Ehemann behandelt. Das war nicht gut für sie. Ist sie verrückt? Sie ist besessen. Sie meidet andere Leute und hält mich für ihren Ehemann. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich musste sie verlassen. Vielleicht lernt sie jetzt jemanden kennen. Aus diesem Grund kam ich hierher, um diese Karfunde zu suchen. Nein, du bist selbstmörderisch veranlagt, oder was? Ich wollte keine Rolle mehr in ihrem Leben spielen. Sie muss andere Menschen kennenlernen. Lebewesen, bitte, könnten Sie mich zerstören? Nein, sollst du... Nein, ich zerstöre dich und sage ihr, dass du immer noch hier draußen bist. Nein, nein, du sollst zu ihr zurückkehren. Aber warum? Gehörst ihr, oder musst ihr gehorchen? Nein, das ist natürlich scheiße. Die ist alleine und benötigt deine Unterstützung. Sie haben recht. Wie konnte ich nur so egoistisch sein? Ich darf nicht nur an mich denken. Was wird aus ihr? Sie muss außer sich sein. Sie würde es nicht ertragen, mich zu verlieren. Ich muss zu ihr zurück. Es ist meine Pflicht. Alles klar, super. Das ist natürlich auch schon eine gute Idee gewesen, aber ich wollte ihn nicht zerstören. Das ist natürlich scheiße gewesen. Kristallgrotte, aha. Kristallgrotte, jawohl. Wir haben eine Kristallgrotte gefunden. Wunderschön, wunderschön. Aber die werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich werde jetzt hier meine Aufnahmesession beenden. Bin der Endgame, wir spielen Star Wars Knights of the Old Republic und in der nächsten Folge holen wir uns hier einen neuen Kristall für unser Lichtschwert. Ja. Bis dahin immer schön geschmeidig bleiben und drückt auf Gefällt mir, wenn euch der Part gefallen hat, ne? Tschüssi.